Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4. Ich bin jetzt nochmal hier und nicht direkt vor der Tür oben, wo ich im letzten Part aufgehört habe, weil ich jetzt was zur Schreibmaschine sagen kann. Deswegen, falls es mir schon jemand in die Kommentare geschrieben hat, natürlich danke dafür. Aber mein Freund hat auch mal eben direkt nachgegoogelt, weil ihn das selber auch interessiert hat. Und dieses Amenhotep, das ist wohl der Name eines altägyptischen Pharaos. Okay, ich meine, wo gibt es noch Pharaonen, ne? Aber auf jeden Fall ist es wohl mal ein Pharao, der so hieß. Und deswegen auch daneben wahrscheinlich dieses ägyptische Zeichen. Ich weiß zwar nicht, warum die Schreibmaschine oder der Firmenname irgendwie, die Schreibmaschine herstellt hier, nach einem ägyptischen Pharao benannt ist, aber egal. Auf jeden Fall hat es mit einem Pharao zu tun. Wissen wir das auch mal. Und jetzt wieder raus ins Mistwetter. Aber es hat aufgehört zu regnen, immerhin. Endlich können wir ein bisschen trocknen. Grünes Kräuterchen. Na. Alles cool, mein Großer, alles ganz cool. Oh, muss nachladen. Nachladen, Leon, schneller. Wo bist du? Ah, da, ey. Ah, sehr schön. Lauf, 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 lauf. Und jetzt, na, welche Taste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mein kleiner Freund. Upsala! Genau, der Hund ist viel interessanter als ich, genau. Lauf doch nicht zu mir, Kind. Lauf nicht immer zu mir, mein Freund. Weg! Leon, Mann! Rentner, ey! Wisst ihr, warum ich die Nachladegeschwindigkeit erhöhen wollte? Jawohl, sehr gut. Und jetzt kommen wir wieder klettern. Und welche Taste jetzt? X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, fast 7 mal geschafft, sehr schön. Hallo, Hund, nicht ich. Nachladen. Und laufen. Ja, genau. Schön bellen. Schön ablenken. Ablenken, Mann! Der Hund dient als Ablenkung gerade nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ja.
Gebäude halten zwar nicht, aber auf jeden Fall bin ich hier kurz ein bisschen in Sicherheit. Wow, er hat einen Stein, er hat sich einen Baum geholt. Wow. Nicht nett. Leo! Ich glaube, ich sollte aufs Gewehr jetzt vielleicht wechseln. Ich sollte mir die Sachen hier mal eben holen. Jawoll! Und welche Taste? X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, er ist tot. Gut. Meine Güte. Eine gigantische Aufgabe, ja, aber wirklich. Ah. Krass. Sehr, sehr krass. Meine Güte, was für ein Viech, ey, ne? Heftig, heftig. Und vor allem jetzt habe ich null Schuss, deswegen jetzt lohnt es sich richtig zum Händler nochmal zurückzukehren. Und da mal jetzt was dann sich zu Schmack befatzen. Also da die Dingens aufzufüllen. Ich muss die Pistole mal jetzt zurücklassen, oder kann ich die mitnehmen? Ne, die kann ich noch mitnehmen. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich finde die TMP, die eignet sich einfach immer am besten eigentlich, um gegen das Viech zu kämpfen, weil die schön schnell ist natürlich. Aber ja. Der eine Gewehrschuss hat auf jeden Fall auch gut gesessen. Selection of good things on sale, stranger. Uh-huh. What are you selling? Is that all? Thank you. What are you buying? Kapazität, bitte. Is that all, stranger? Thank you. Mhm. Deswegen, ihr seht da auch, ne, wir haben wirklich direkt die 50 Schuss auch vollgeladen. Deswegen, das ist immer das Schöne. Wir können nicht nur mehr reinladen. Der Händler macht das auch mal direkt voll für uns. Der gute Gunther. Und ja, war eine gute Idee, diesen Bossfight in den nächsten Part zu packen. Hat wie gesagt nicht so lange gedauert, aber doch eine gute Zeit auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie mein Vater damals schockiert war, als ich ihm mal die Szene gezeigt habe. Er hat auch gesagt, boah, das war aber auch ein Viech. Und ich so, jo. Deswegen, wir hatten aber echt Glück, weil hier stehen ja noch drei weitere Bäume rum. Er hätte jeden dieser Bäume ausreißen können. Deswegen hat nur einen sich genommen. Das war auf jeden Fall gut. Nix drin, Geizhälse. Aber ich habe ja auch Tasche voll, von daher ist eigentlich ganz gut so. Ich muss erstmal wieder ein bisschen was verballern. Na, ist hier jetzt einer drin oder so? Nee, aber neue Kisten sind hier hingestellt worden, von wem auch immer. Leer, Niete und auch eine Niete. Wow. Wahrscheinlich richtet sich das wirklich so ein bisschen danach, wie gut man gerade ausgestattet ist. Nehme ich mal stark an. Wenn ich jetzt wenig im Koffer hätte, wäre wahrscheinlich mehr in den Kisten drin gewesen. Oder überhaupt was drin gewesen. Und ich sehe was, was ihr vielleicht nicht seht. Und das nennt sich Hund. Oh.
Boah, seht mal das an, wie der Sabber da richtig auch im runterläuft, beziehungsweise auch das Regenwasser von ihm abprallt natürlich. Wenn Leon mal vernünftig zielen könnte. Oh, das war gut. Weil das war nicht der Einzige, da bin ich mir sicher. Ah! Nein! Nein! Lass mich los, lass mich los, lass mich los! Mistviech! Oh, fuck. Oh, da kommt noch einer. Das sind zwei. Oh, fuck. Nein! Oh! Und er hat gesagt, gewartet hat. Ey, der wartet ja. Das ist ja nett von ihm. Hätte ich gar nicht mit ihm gerecht, das von ihm erwartet. Holla. Da habe ich jetzt aber echt Schwein gehabt. Wer hätte mich zerfleischen können, aber so richtig hart. Eieiei. Aber okay. Dann gehen wir jetzt mal in die Kirche. Lässt sich nicht öffnen. Doch, lässt sich inzwischen schon öffnen. Wenn du das Richtige einsetzt. Yay. Endlich wieder im Trocknen. Erstmal die ganzen Kirchensteuern hier klauen. So gehört sich das. Oder so. Ich meine, bei denen hier auf jeden Fall. Diese Insignie ist überall. Ob das wohl eine Religion dieser Gegend ist? Was anzunehmen, ne? Hier ist ja sonst nichts mehr, ne? Ja, auch nicht. Okay. Eine Blendy. Sehr schön. Ist auf jeden Fall besser, wenn man mal die Tasche voll hat, lieber ein bisschen was noch dem Händler zu verkaufen und was rauszukriegen, als wenn man wirklich was einfach aus der Tasche rausschmeißen muss. Wenn man mal was dann, was anderes dafür mitnehmen will. Das kann sehr gerne und ja, häufig würde ich mal passieren. Ashley muss hier irgendwo sein. Das Ding muss sich doch öffnen lassen. Und hepp. Sehr schön. Er schon wieder. Kann ich aber diesmal nicht untersuchen. Der Kerl sieht grimmig aus. So, hier ist das Gitter von der anderen Seite. Hier ist ein kleines Spielchen. Nice. Nehmen wir alles mit, sofern es möglich ist. Okay, Zeit für ein kleines Farbenrätsel. Ist aber relativ easy. Wir müssen halt die anderen Scheiben nur so drehen, dass es passt zu dem, wie es in der Mitte aussieht. Fangen wir mal mit Rot an. Das sieht schon bereits richtig aus. Dann Grün. Das sollte es sein. Blau. Ja, ist das nicht auch direkt richtig? Ja, easy. Perfekt. Okay. That was easy. Und da ich weiß, was jetzt gleich passieren wird, werde ich den Part hier beenden. Ob Ashley hinter dieser Tür vielleicht schon sein wird oder nicht. Erfahren wir gemeinsam im nächsten Part. Können wir endlich was hören? Nö, da hören wir gar nichts. Alles still hinter dieser Tür. Okay, also ob Ashley dahinter ist oder was auch immer sich hinter dieser Tür auf jeden Fall befindet, erfahren wir gemeinsam im nächsten Part, ihr Lieben. Und bis dahin macht's auf jeden Fall gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Bossfight und diesem Part allgemein. Und ja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben, sage ich dann mal. Ciao!